Im Januar hatten wir dann über die Jahreslosung nachgedacht. Was motiviert mein Leben? Was ist die innere, hinter der stehende Antriebskraft, die mich zum Leben, also auch zum Leben im Glauben motiviert? Und wir hatten uns gefragt zu diesem Zeitpunkt, schon relativ früh, heute könnte man das am Ende des Jahres weiter tun, wie viel an Liebe war dann drin in dem Alltag, über dem Liebe draufstehen sollte. Heute fragen wir nach dem Feedback. Was macht das mit uns, der Glaube? Was läuft da ab? Was geschieht? Ein Mann wurde nach seinem Hobby gefragt. Da trat plötzlich ein ganz besonderer Glanz in seine Augen, als er sagte, ich bin Biker. Und dann erzählte er von seiner Harley Davidson, war nicht neu, er schraubte jede Woche daran rum, darum war die auch gut im Schuss. Und dann rasselte er die technischen Daten alle runter und sagte dann und berichtete dann von dem Gefühl. Von dem Gefühl, was das auslöste, wenn er auf den Starter drückt und der Motor anspringt und das Vibrieren des Motors von der unten, von dem Block, Motorblock bis zum Sitz durchdringt und ihn spürbar dann, ja, das merken lässt, dass der Motor da ist. Von dem Gefühl, wenn er am Gas zog und er das Motorrad sich in Bewegung setzte, von dem Wind, dem Fahrtwind, der an seiner Kleidung zuppelte, von den Kurven, wenn er sich dann gegen die Schwerkraft in die Kurve neigte, um dann mit dem Gaszug das Motorrad wieder aufzurichten. Er hielt ganz kurz inne, aber nur um dann noch weiter fortzufahren, um von den Fahrten zu berichten, die er gemacht hatte, allen voran die Route 66, ein Must-Have für einen Biker. Aber auch die schönen Fahrten durch Deutschland, die engen Kurven durch das Wispertal zum Rhein, die Fahrten auf den Feldberg und allen voran die schöne Fahrt durch den Taunus, über die Tenne bis nach Ussing. Dann suchten seine Augen den Horizont. Als er davon sprach, welche Fahrten er noch vorhatte und durchführen wollte. Was erzählst du, wenn du nach deinem Glauben gefragt wirst? Kommt da auch so ein ganz besonderer Glanz in deine Augen, wenn du von dem Gott sprichst, der sich offenbart, der sich zunächst mal in seiner Schöpfung offenbart? Da müsste jeder auf den Gedanken kommen, dass es einen Gott gibt, der das alles in der Hand hält, der das geschaffen hat, der das auch erhält, wie wir heute wissen. Der sich seinen Menschen offenbart. Und ich greife jetzt mal hier nur drei heraus, mit denen Gott einen neuen Anfang gemacht hatte. Das ist zunächst mal der Noah, dem er das Versprechen gab, nie wieder die Menschheit zu vernichten. Und er baute mit Noah die Menschheit 2.0 auf. Dann mit Abraham, mit dem er sein Volk 1.0 aufbaute. Und dann Mose, der in seinem Auftrag das Volk rettete, ihm offenbarte sich Gott zum ersten Mal mit seinem Namen. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Wollt ihr mich kennenlernen, müsst ihr darauf achten, wie ich mich in welcher Situation auch immer euch zu erkennen geben will. Vorher war
Gott. Für die anderen, für die Väter, war er der allmächtige Gott El Shaddai. Gott offenbart sich seinem Volk. Immer wieder hat Gott Menschen berufen, denen er eine Botschaft mitgegeben hatte, die diese dann seinem Volk weitergeben sollten. Und Gott offenbart sich den Völkern. Allen voran zunächst mal das Volk oder Staat oder die Weltmacht damals, die Ägypter. Gott verhärtete das Herz vom Pharao, damit er in 10 Plagen seine Kraft und seine Allmacht zeigen konnte, bevor er dann das Rote Meer teilt, um dort das gesamte ägyptische Meer zu vernichten. Alle Völker sollten ringsherum wissen, dass er der Herr war und kein anderer. Und Gott offenbart sich als Vater der Liebe. Der Vater der Liebe ist in persona. Der sich offenbart in seinem Sohn, der rettet. Der sich offenbart im Heiligen Geist, der wirkt. Diese drei werden von Theologen als die Dreieinigkeit Gottes, als die Trinität betrachtet. Ich spreche hier von der Souveränität Gottes, der es sich nicht nehmen lässt, sich zu offenbaren, wann er will, wo er will, wem er will und wie er will. Und der sich nicht festlegen lässt auf ein von uns beschreibbares Wie. Und dann, wenn du das dem Gegenüber dann berichtest, sagst du, kannst das alles nachlesen. Gott hat sich offenbart in seinem Wort. Lies doch einfach nach. Wie hat das Opel vor 2014 funktioniert? Umparken im Kopf, hieß es damals. Ist es noch der Glaube so, wie du ihn kennst? Sieh doch einmal nach, selber nachlesen. Und dann fährst du fort in der Beantwortung der Frage, was du von deinem Glauben sagen kannst. Und deine Stimme schlägt schon fast über vor Erregung, als du davon sprichst, dass dieser allmächtige Gott, der sich allen Menschen und auch ihm offenbart hat, dass der mit den Menschen leben will. Nicht nur so aus der Ferne, sondern Gott kam zu den Menschen, er wurde sogar Mensch und wohnte unter ihnen. Welch eine Nähe, die Gott zu seinen Geschöpfen aufsucht, wie wir vorher hörten, weil er sie liebt. Gott als Gott seines Volkes. Immer wieder sehen wir, dass Gott bei seinem Volk war. Auch wenn sie nicht gesehen haben, war er mitten unter ihnen. Wir hörten, dass die ganze Reise, hätte ich fast gesagt, die ganze Tortur wäre vielleicht besser, durch die Wüste zum gelobten Land. Da hatten sie den Tempel to go dabei, die Stiftshütte. Und später im ersten Tempel, den Salomo bauen durfte, da ließ sich die Herrlichkeit Gottes nieder, sichtbar für alle, die dabei waren, in einer Wolke. Gott war immer zu jeder Zeit bei seinem Volk. Das gilt heute immer noch. Gott will mit uns leben als Vater. Und wir sind von ihm adoptiert worden, versetzt worden in einen neuen Stand, in den Stand als seine Kinder. Und dann bist du kurz vor dem Überschnappen, vom Ausflippen, wenn du berichtest, dass dieser Gott, der große, allmächtige Gott, der mit seinem Volk leben will, dass der sogar
in jedem einzelnen Menschen leben will. Dass er dich berufen hat. Da gibt es keinen Weg, den ein Mensch wählen könnte, um die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das lässt sich Gott nicht nehmen. Er beruft, er gibt den Impuls, den wir folgen können und sollen und wir gut beraten sind, wenn wir es tun. Dann werden wir begnadigt. All das, was wir bis dahin in dem Bereich unwissend, weil wir ja noch gar nicht die Chance hatten, etwas anderes besser zu wissen, dann falsch gemacht haben, die Sünden, die wir auf uns geladen haben, die Schuld, die mit dem schuldig gebliebenen Gehorsam verbunden war, die von der hat er uns begnadigt durch Vergebung. Er hat uns befreit. Während die Begnadigung der Blick zurück war, ist die Befreiung der Blick in die Gegenwart und die Zukunft. Er hat uns befreit zu einem Leben, das ihm gefällt. Zudem sind Menschen, die Jesus nicht kennen, gar nicht fähig. Deswegen sollten wir auch barmherzig mit ihnen sein, wenn sie leben, so wie sie leben und wir das sehen. Aber wir sind befreit zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Warum befreit? Weil da eben die Macht ist, die uns wieder zurückhaben will. Die Macht, von der wir befreit worden sind. Wer das nochmal nachlesen will, Epheser Kapitel 2. Dann stellen wir fest, dass wir zu einem neuen Leben gekommen sind. Das ist nicht ein Update des Alten, auch kein Upgrade, bei dem wesentliche Züge neu gemacht worden sind, sondern hier werden wir von Grund auf erneuert. Wir bekommen ein neues Leben, das beginnt mit dem Heiligen Geist, der das in uns bewirkt hat. Dieses neue Leben, das wir fast gar nicht wahrnehmen und verstehen könnten, zudem werden wir vom Heiligen Geist auch informiert und er bestätigt auch, dass wir wirklich zu Gott gehören. Und das ist besonders wichtig in den Zeiten, in denen wir das gar nicht so spüren. Vielleicht gerade in den Zeiten, in denen wir ja, ihm untreu geworden sind und das mitbekommen haben und meinen, wir wären jetzt doch nicht mehr würdig, ein Kind Gottes zu heißen und auch von ihm so genannt zu werden. Dann stellen wir fest, dass wir begabt worden sind, dass über die Befähigung, die wir von Geburt auf mitbekommen haben, dass wir dann Gaben haben, die wir in der Gemeinde einsetzen können, damit die Gemeinde begabt wird, so in die Lage versetzt wird, den Auftrag auch ausführen zu können, den sie hat vor Ort. Dann werden wir an uns etwas feststellen. Vielleicht etwas, was andere besser an uns feststellen können. Dass unsere Wesenszüge verändert werden. Und jeder, der in der Seelsorgeausbildung ist, und ihr habt ja einen Flyer da hinten liegen, der weiß, die Wesenszüge, die ändern sich nicht von heute auf morgen. Auch wer zum Glauben kommt, der braucht seine Zeit, wir alle brauchen unsere Zeit. Und ich verrate wohl den Älteren unter uns kein Geheimnis, dass unser Leben wohl nicht ganz reichen wird, um diese Wesenszüge in der Form zu erreichen, wie Gott das vorgesehen hat, nach seinem Willen. Dann werden wir beschenkt mit der Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes wird uns nicht einfach hingehalten, nach der haben wir auch gar nicht gefragt, sondern die wird uns gegeben hinzu zu dem neuen Leben. Das ist die Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist. Das ist die Liebe, von der wir im Januar gesprochen haben. Als wir über das Thema nachdachten, was ist das für eine Liebe, mit der wir
den anderen Menschen begegnen sollen. Eine Liebe, die unser Leben, unseren Alltag gestalten sollte. Das ist die Liebe Gottes, die wir nicht produzieren können, die wir geschenkt bekommen und dann spiegeln sollen, zurückgeben, weitergeben sollen. Dann kommt es ja häufiger vor, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht in unserem Leben. Auch vielleicht weitergeht, wenn diejenigen, die auch hier in der Gemeinde dienen, sich überlegen, was machen wir, wo geht unser Weg jetzt hier lang? Dann dürfen sie den Heiligen Geist bitten, Gott bitten, dass er ihnen einen Weg zeigt, eine Tür auftut, dort, wo ihr Weg weiter hingeht. Bei diesem Weg stellen wir dann fest, dass wir gar nicht allein sind, sondern Jesus hat gesagt, er ist alle Tage bei uns, bis an das Ende der Welt, bei uns durch seinen Stellvertreter. Der kam, als er ging, auf den die Jünger warten sollten, bevor sie dann ihren Missionsauftrag erfüllen sollten. Dieser Heilige Geist ist Gottes Anwesenheit in unserem Leben. Er wird uns begleiten auf allen Wegen und ihn können wir bitten, immer dann, wenn wir etwas nötig haben und brauchen. Er ist nicht da, um unser Wohlfühlkonzept zu erfüllen, sondern er ist dafür da, dass wir unseren Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, dann erfüllen, dass wir den Plan, den Gott mit unserem Leben hat, dann auch umsetzen können, denn von alleine schaffen wir das nicht. Er wird uns dazu bevollmächtigen, so wie Jesus seine Jünger damals bevollmächtigt hatte, bevor er sie ausgesendet hat. So bevollmächtigt der Heilige Geist uns, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind, so wie die Jünger, die auf ihn warten sollten und dann den Heiligen Geist bekommen hatten in jener Zeit, als sie dann ausgegossen wurde, so sichtbar für alle anderen Menschen um sie herum. Und dann sehen wir, dass Gott in uns wohnen will. Wir sind der Tempel, der früher eine Stiftshütte war, der dann zum ersten Tempel in Jerusalem wurde. Dieser Tempel, in dem Gott wohnen will, sind wir. Er will von innen heraus unser Leben gestalten. Wenn das nicht begeistert, dann weiß ich nicht, was begeistern sollte. Aber dieses Begeistern ist nicht nur eine gefühlsmäßige Reaktion auf das, was wir erleben im eigenen Leben, erleben im Leben von anderen Menschen, das wir beobachten, sondern das ist wörtlich zu nehmen. Wir haben es in der Lesung gehört, wir haben den Heiligen Geist Gottes bekommen. Er wohnt in uns. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in unserem Alltag zum Zug kommen zu lassen, ihn gewähren zu lassen, dass er unseren Alltag steuert. Dann kommt jetzt der Augenblick, in dem du dem anderen, der dich gefragt hast, tief in die Augen siehst und ihm sagst, dieser allmächtige Gott, der sich offenbart, selbst offenbart, der bei den Menschen leben will, der in den Menschen leben will, der will auch dich. Er kennt dich, weil er dich gemacht hat. Er war schon, bevor du dann die Augen geöffnet hast, war er schon mit dabei und schon tätig. Und damit hört es noch lange nicht auf. Das, auch wenn es für uns schwer ist, er kennt schon all die Entwicklungen, die wir nehmen werden, die sind ihm bekannt. Er hat uns in das Buch des Lebens eingetragen. Da sind wir alle drin, alle Menschen sind da drin. Es kann eben nur sein, dass ihr Name gestrichen wird.
dann sehen wir das und sagen immer, dass Gott ihn liebt. So wie er alle Menschen geliebt hat. Und das wird deutlich daran, dass er seinen Sohn gesandt hatte, um alle Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Vertrauen ihm zu geben, ihr Leben und ihr Schicksal mit dem Seinen zu verbinden, um dann gerettet zu werden. Er will auch bei ihm sein, der dich gefragt hat, und will ihn ja zu sich ziehen. Und dann sprichst du vielleicht von dem Prüfbericht der Gemeinde in Laodicea, die drinnen dann die Lobpreislieder sang und Jesus stand draußen vor der Tür. Aber Jesus wollte rein und die Chance bestand. Sie brauchten nur die Tür zu öffnen und Jesus würde hereinkommen und die tiefstmögliche Gemeinschaft, die es gibt, mit den Menschen dort in der Gemeinde zu feiern. Das Mahl, das wir als Abendmahl auch feiern. Und dann wirst du ihm sagen, er ruft dich, er will dich haben. Deine Chance, lass sie nicht verstreichen. Es könnte jetzt sein, dass ihr da einen kleinen Unterschied entdeckt zwischen dem, was ihr hättet sagen können und zwischen dem, was ihr üblicherweise sagt auf diese Frage. Dass ihr entdeckt, dass da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist, in das man sich hinein entwickeln kann. Und für alle, die das wollen, hätte ich da einen Tipp. Was macht den Unterschied? Der Biker fährt. Was soll er sonst machen, ja? Aber das ist es nicht alleine. Denn während er fährt, lebt er seinen Traum. Während er fährt, erfährt er etwas. Gibt es dieses, was er tut, ein Feedback für ihn zurück? Er erlebt etwas. Das, was er sich vorgestellt hat, wird bestätigt, vielleicht sogar übertroffen. Vielleicht hat es an manchen Stellen noch Luft nach oben, besonders wenn man mal unfreiwillig den Adler gemacht hat oder so. Jedenfalls, er nimmt es wahr, das, was er glaubt, was er will, wird bestätigt. Das können wir auch. Das sollen wir auch. Die Chance haben wir. Das Angebot steht. Was macht den Unterschied? Dass wir das, wovon wir sonntags reden, ab Montag in der Woche leben. Besser noch schon ab Sonntag. Nur dann werden wir das erleben, was der Biker erlebt. Dann werden wir erleben, welche Kraft Gottes in uns wirksam sein will. Nur dann wird unser Glaube davor bewahrt, in eine theologische Dogmatik abzugleiten. Etwas, was ich aufsagen kann, was mich aber innerlich nicht mehr berührt. Die Frage, wie macht man das? Dafür möchte ich euch einen Bibelvers mitgeben. Ein Vers, der es wert ist, auswendig gelernt zu werden. Gott aber kann, im Gegensatz zu uns,
viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das ist die Zusammenfassung dessen, was wir eben besprochen haben. Und jetzt habt ihr Anspruch auf ein Beispiel von mir. Zum ersten Teil dieses Satzes, zum ersten Satz, will ich euch etwas erzählen von unserer Gemeinde in Idstein. Das war vor 25 Jahren. Da haben wir uns entschlossen, von der landeskirchlichen Gemeinschaft zur FEG zu werden. Das war damit verbunden, dass wir die Räume der evangelischen Kirche verlassen mussten. Wir standen nicht auf der Straße, aber wir hatten zwei Hörsäle bei der Hochschule Fresenius, in der wir dann sonntags die Gottesdienste halten konnten. Und dazu haben wir uns die Kellerräume von den Methodisten und die Räume über der Pizzeria in Würsdorf gemietet und haben in einer besonderen Mitgliederstunde zwei Entscheidungen gefasst, die ich als Visionen bezeichnen will. In 5 Jahren eigene Räume, in 5 Jahren einen halben Pastor. Wir waren 24 Leute. Wir konnten uns nichts leisten, im Prinzip. Aber wir hatten diese Vision. Und was haben wir uns angeguckt? Irgendwelche billigen Hucken, die wir mieten konnten und so weiter, bis wir das Grundstück gesehen haben, das wir nicht kaufen konnten und bezahlen konnten. Aber da hat uns der Bund geholfen. Er hat gesagt, 24 Leute, ich gebe euch 800.000. Das ist doch mein Wort. Und dann fingen wir an zu bauen. Zum Schluss hat es 1,6 Millionen gekostet. Und ich weiß auch heute noch nicht, wo das ganze andere Geld hergekommen ist. Wir haben die 800.000 gar nicht voll gebraucht. Inzwischen haben wir nicht nur ein Gemeindezentrum, wo 140 Leute reinpassen. Wir haben noch das Grundstück dazu. Wir haben noch zwei weitere Grundstücke. Auf einem Grundstück steht das Pastorenhaus mit dem Anbau des Büros. Und das andere Grundstück, das hat die Begegnungsflächen, Volleyballfeld, oder wird Fußball drauf gespielt, aber okay, Volleyballfeld, ein Spielplatz, Sandkasten und eine Grillecke als Begegnungsecke. Gott kann viel mehr. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich war damals ja in der Gemeindeleitung drin, war auch der Bauleiter von diesem Projekt, daher kenne ich mich da auch so gut aus. Das nehmt bitte mit, Gott kann. Wenn ihr nur an eure eigenen Möglichkeiten denkt, werdet ihr immer zu kurz denken. Bei dem Pastor haben wir zu kurz gebetet. Übrigens, das Gemeindezentrum haben wir schon etwas vor den 5 Jahren bekommen. Noch früher haben wir die halbe Stelle vom Pastor bekommen. Wir hätten um eine Gans beten sollen. Die kam allerdings erst später. Und insofern können wir sagen, Gott kann. Das Zweite, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Hier will ich euch ein persönliches Beispiel geben, das vielleicht inspirieren kann, aber nicht muss, aber ein Beispiel von mir. Vor knapp 60 Jahren, also ich bin schon ein wenig älter, bin ich als junger Mann in Würsdorf, wo ich bei meinen Eltern noch lebte, in den Wald hochgegangen, durch die Eisenbahnunterführung durch die Autobahnunterführung durch. Und als ich im Wald war und dann langsam über den Berg in das Tal ging, machte ich folgende physikalische Entdeckung. Je weiter ich ins Tal abstieg, desto geringer wurden die Geräusche.
Und dann gab es jenen Zeitpunkt, an dem die Geräusche von Eisenbahn und Autobahn weg waren. Das war der Punkt. Da bin ich in den Wald gegangen, habe mich ins Laub gesetzt und mich nach hinten fallen lassen. Nach einer kurzen Zeit hörte ich die Stimmen des Waldes, aber nicht nur die. Heute, nach knapp 60 Jahren, sind die Wege kürzer geworden. Sie gehen vom Schlafzimmer ins Büro. Dort setze ich mich auf den Bürostuhl und schaue auf den Bildschirm, auf dem ich den Bibelsurfer aufgeschlagen habe. Und ich bete, dass der Heilige Geist mir das Wort, das ich lese, aufschließt. Und eines kann ich euch bestätigen: Sowohl aus dem Wald als auch aus dem Arbeitszimmer bin ich anders herausgekommen, als ich hineingegangen bin. Das ist die Kraftquelle pur. Das ist seine Kraft, die hier innen wirkt und die dann außen im Alltag umgesetzt werden kann. Da ist meine Ermutigung für euch, dass ihr euch begeistern lasst. Macht keinen Krampf draus, nicht irgendetwas übers Knie brechen aus eigener Kraft. Ja. Mein Opa hat mal gesagt, alles, was man aus dem Ärmel schüttelt, ist ärmlich. Dabei hat er gar nicht so Unrecht. Wenn man es im Vergleich nimmt zu dem, was geschieht, an Langzeitwirkung, was vom Heiligen Geist initiiert ist, wenn ich also umsetze, was er möchte. Das setzt voraus, dass ich mein Vertrauen und das Zutrauen auf Jesus setze, dass er die Kraft gibt, den Weg zeigt und die Möglichkeiten schenkt. Das ist mein Wunsch für euch, damit ihr begeistert leben könnt. Amen.